Schande. Order besiegt Shinryu Celestia. Ernsthaft? Ach du Schande. Wo zur Hölle sind wir? Kriege ich sie auch mit Nahkampfangriffen, ist die Frage. Oh shit! What the fuck? Was ist da gerade passiert? Ach du Schande! Was ist jetzt gerade passiert? Ich habe doch keine Chance gegen die. Ach du Schande! Nee, keine Chance. Ich kann eigentlich bloß versuchen zu überleben, oder? Wir können doch nicht ernsthaft erwarten, dass ich hier sie besiege. Ich meine, gut, jetzt wo ich weiß, dass ich mehr nach oben schauen sollte, um diesen Angriffen auszuweichen, da geht's vielleicht. Da sollte ich vielleicht nochmal neu starten vom Speicherpunkt aus. Aber das war doch schon ein bisschen heftig gerade. Oh shit! Nee, mal ehrlich, was willst du denn hier machen? Das verstehe ich gerade nicht so richtig. Ja, flöten wir doch eine Runde. Okay, ich kann mir höchstens vorstellen, dass wir hier besiegt werden müssen vielleicht. Wobei, so richtig eigentlich auch nicht. Aber wir könnten auch nicht Celestia besiegen. Das kann es doch nicht sein. Was gibt es eigentlich für eine Special Order? Ja, vermeide jeglichen Schaden. Ihr habt doch ein Rad ab. Alter Verwalter. Nee, das geht ja überhaupt nicht hier. Ich weiß auch gar nicht, wie ich dabei kommen soll, was ich tun soll gegen die. Nee. Ich weiß auch gar nicht, was sie da angreift. Ich werde einfach generell getroffen die ganze Zeit. Wow, ich hab sie getroffen. Wahnsinn. Okay, alles klar. Wir müssen sie bloß mal glücklicherweise einmal treffen, um dann draufzuhauen ohne Ende. Dass ich nun gerade mit dem äußersten Nahkämpfer von allen hier den Treffer landen würde, ist natürlich ein bisschen überraschend, muss ich zugeben. Ich glaube, das ist auch die einzige Möglichkeit, die wir haben. Dann sollte ich es vielleicht wirklich nochmal mit einem Neustart des Kampfes versuchen. Das werde ich, glaube ich, auch mal tun an der Stelle. Wir haben einfach keine Chance, wenn wir jetzt hier weiter durchziehen. Gut, dass ich gespeichert habe. Ich habe nämlich allen Ernstes überlegt, es nicht zu tun. Nee, Unterstützung will ich nicht. So, dann versuchen wir den Spaß doch gleich nochmal. Das kennen wir schon. Eieiei, auf geht's. So. Neue Runde, neues Glück. Mal sehen, ob ich irgendeine Chance habe gegen die. Das ist ja Wahnsinn. Oh nein. Shit. Was? Was? Instantly alle tot sofort wieder? Das kann doch nicht sein. Okay, lass noch mal kurz probieren hier. Das geht doch gar nicht. Es kann doch nicht sein, dass alle sofort sterben, wenn ich da mal getroffen werde. Meine Güte. Also ein bisschen den Schaden habt ihr schon, oder? Was die Endgegner angeht. Ich meine, was die für einen Schaden macht, das geht doch überhaupt nicht. As per the code of war, I will use my full power against you. Behold the Guardian Dragon Akatok. Achso, Entschuldigung, kann ich ja wegdrücken, hatten wir ja schon. Die Sache ist bloß, wenn ich es mit Seven mal schaffen sollte, sie niederzustrecken, den Verhängnistreffer zu landen, dann könnte es sein, dass wir Setsuna sage ich schon, dass wir Celestia dann direkt erwischen, dass wir sie sofort haben, weil Seven ja einfach wahnsinnigen Schaden macht. Was denn? Ich verstehe nicht, was sie da tut. Wieso sterben meine Charaktere da auf der Stelle?
Neuer Plan. Ich werde es nochmal versuchen und diesmal aber mit Trail am Anfang beginnen. Und Fernangriffe einfach versuchen. Nee, nicht nein. Trail. So, ganz einfach, um sie überhaupt erstmal zu erwischen. Ich denke, das ist gar nicht so schlecht. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. So, wo ist sie denn? Da drüben. Dann können wir sie nämlich zumindest erstmal runterholen und wenn sie dann einmal da liegt, können wir ja auf 7 wechseln. Nicht doch. So. Jetzt vielleicht? Ja. Wechsel, wechsel, wechsel. Aha, ich kann nicht wechseln gerade. Ach, die sind tot, die anderen. Warum auch immer. Keine Ahnung. Okay. Dann weiterhin die Taktik auf Abstand bleiben. Vielleicht muss es halt wirklich einfach sein, dass man hier mit einem Fernkämpfer rangeht. Meine Güte, dass die aber auch gleich sofort wieder Platz sein müssen, ne? Das ist nervig. Das ist echt nervig. Wow. Kann es sein, dass ich vorhin einfach immer wieder überrollt wurde? Immer weiter drauf. Ich meine, ich habe keine andere Wahl, ne? Eine große Wahl habe ich einfach nicht in dem Kampf. Ich kann eigentlich einfach nur die ganze Zeit das machen. So funktioniert es ja auch relativ gut. Insofern sich da nicht noch was ändert am Kampfstil. Oh, shit. Aber ich konnte sie gerade auch nicht anvisieren. Jetzt vielleicht? Ja. Okay. Das scheint wirklich das Mittel der Wahl zu sein hier an der Stelle. Da, ich vermute, du hast einfach wirklich keine Chance mit Fernangriffen hier bei ihr. Es ist natürlich ein bisschen ärgerlich, dass die Begleiter dann auch sofort platt gemacht werden. Ich kann sie halt nicht aus der Schusslinie raushalten am Anfang. Wenn das möglich wäre, dann könnte ich ja sofort... Gott, die werden immer schneller, die Dinger. Dann könnte ich ja sofort auf 7 wechseln, sobald Celestia am Boden liegt. Und dann wäre das eine relativ schnelle Nummer, vermute ich mal. Aber ich meine, gut, Trey hat auch eine gute Waffe, von daher, sein Angriff ist auch nicht der allerschlechteste. Okay. Immer aufpassen, nicht getroffen zu werden. Das ist das Allerwichtigste. Denn einmal getroffen werden kann schon den Tod bedeuten, wie wir gemerkt haben. Okay. Soweit, so gut. Das ist mal wieder echt ein abgefuckter Kampf hier. Was? Was? Nein. Shit. Okay. Dann muss es Ace reißen. Ich weiß nicht wie, aber dann muss es Ace reißen. Oh Mann. Was hat mich denn jetzt getroffen? Oh. Okay. Nicht nachlassen. Fügt weiter Schaden zu, Cooper. Ich bin dabei. Das Gute ist, es funktioniert sogar halbwegs, weil wir halt eben die ganze Zeit die Verhängnistreffer haben. Da ist egal, was für einen Schaden Ace macht. Oh Mann, 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 Mann. Okay. So weit, so gut. Die Hälfte ist weg. Gott, die Hälfte ist erst weg. Dieser Kampf wird so lange dauern. Okay. Wen habe ich noch an Fernkämpfern ansonsten? Nicht mehr viele, ne? Ich glaube, ich habe nicht mehr viele Fernkämpfer. Ihre Angriffe scheinen auch ein bisschen wütender zu werden, so langsam. Aber noch geht's. Oh. Okay. Alles klar. Ace, danke. Das war gerade ein bisschen merkwürdig. Ich weiß nicht, was Ace da zwischendurch gemacht hat, was er da getrieben hat.
Okay, das wäre natürlich ziemlich abgefuckt, wenn ich ausgerechnet mit ihm hier den Kampf schaffen würde. Weil er nun wirklich nicht der beste Angreifer ist. Ich meine, seine Angriffe machen so gut wie keinen Schaden. Er greift mit Karten an, er wirft Spielkarten um sich. Na gut. Ja. Immer drauf, immer drauf. Komm, zumindest die gelbe Leiste weg. Sie wird schwächer, es dauert nicht mehr lang. Hoffen wir es. Und hoffen wir, dass ich durchhalte. Das ist die Hauptsache. Meine Güte. Hätte ich das gewusst, hätte ich King auf jeden Fall mit in die Gruppe genommen. Oh Gott. Mann, jetzt will sie es aber langsam wissen hier. Aber wir können doch nicht Setsuna. Ich sag schon wieder Setsuna. Wir können doch nicht Celestia töten, oder? Die war doch eine von den Guten, dachte ich. Mir tut es ja schon ein bisschen leid, ehrlich gesagt, sie anzugreifen. Weil ich sie eigentlich bisher als die Gute in Concordia kennengelernt hatte. Okay. Sieht gut aus. Es sieht echt gut aus. Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier irgendwelche Schnitte sehe. Aber es funktioniert doch irgendwie. Ich muss bloß noch ein bisschen durchhalten. Okay. Alles gut, alles gut. Na komm schon. Stürz dich auf mich, Mädel. Ah, nicht die Flammen schon wieder. Okay. Jetzt aber, oder? Ja. Ja. Und drauf. Komm schon, das muss die vorletzte Runde sein jetzt. Oder? Ja, ich denke schon. Wobei, es könnte knapp sein. Ich weiß nicht, ob wir die nächste schon, ob die schon reicht. Ich vermute, es wird ein ganz kleines bisschen Leben übrig bleiben am Ende. Egal, Hauptsache wir schaffen das. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass wir hier so einen herausfordernden Kampf haben, wenn wir so einen riesigen Level-Vorsprung haben. Aber Celestia ist auch nicht irgendwer. Muss man auch mal sagen. Komm schon. Ja. Jetzt. Alles, was du hast, Ace. Alles, was du hast. Komm schon. Nein, ich dachte es mir fast. Eine letzte Runde. Eine letzte Runde noch. Komm schon. Gut. Ja, das war's. Ja. Ace, der Drachentöter. Order ausgeführt. Wunderbar. Wow, das war hart. Ich hätte echt nicht gedacht, dass das so übel wird. Okay, drei Leute sind K.O. gegangen. Nämlich unsere drei Hauptcharaktere für diese Mission. Mann. Das war ziemlich heftig, muss ich sagen. Und mich würde interessieren, ob man es auch irgendwie schaffen kann, seine Begleiter hier durchzubringen, weil die ja irgendwie immer sofort gestorben sind. Aber gut, wenn man einmal weiß, wie es funktioniert, muss man eigentlich nur noch aufpassen, nicht getroffen zu werden. Und dann geht's schon. Es geht, dieser Kampf. Weil er halt doch sehr, sagen wir mal, ritualisiert ist. Also nach sehr klaren Regeln verläuft. Und wenn man sich an die hält, dann geht es. Aber gut, wir haben Celestia besiegt. Ich hoffe, ehrlich gesagt, nicht getötet. Aber schauen wir doch mal. Rüstungslabor-Arsenal aktualisiert, Mondarmreif freigeschaltet. Lord Shuyu has the dragon pinned down. Now, we just have to wait it out. The Militesi front's under control, right? They've got Lady Setsuna on their side. The Empire's probably running scared.
Okay, wir speichern lieber mal. Und jetzt kommt das, worauf ich eigentlich am meisten gespannt bin. Oh, neues Kapitel. Kapitel 6. Denn jetzt wird Lady Setsuna zeigen, was sie kann. Sie wird ihre Esper rausholen. Und darauf bin ich echt gespannt, wie das aussehen wird. Terra Mortis. Kalia's Decision. The first battle of Judecca waged on along the Rubrum-Concordia border. Rubrum forces maintained the advantage with valiant efforts from its cadet forces. Meanwhile, Rubrum's second force, deployed to the Militesi border, was failing to hold back the Imperial forces, which greatly outnumbered them. The Dominion's ground troops are still retreating. Our warships are hardly damaged. Our foot soldiers are moving forward. And the Concordian front? Rubrum is putting up a good fight. They've not made any headway. The Concordian army is weaker than I thought. I had slightly higher expectations of them. Inform me of any changes at once. Sir! On this front, however, the Dominion is far too weak. Furthermore, this 108th Brigade, organized under Marshal Sid's command, includes many former Imperial officers. It can't be a coincidence. That being the case, this battle will not aid me in my goal to climb up the ranks. All right, go. Sir. Is that the new Lassie? He suddenly came out of nowhere. Where was he hiding? Is something wrong? No. Are you bothered by it? Not really. Is this Machina? Is this Machina? All assigned units, head to your designated locations when ready. Das war doch Machina, oder? Medic! Move! Let the entry through! We've lost contact with 03 Battalion. No units have reached the bridge as of yet. Get going! What are you doing? Follow the plan. There is no retreat. Das war grad seltsam. Without a fight! Also ich bin mir relativ sicher, dass das gerade Machina war. Das, aber wieso, wie ist denn der zum Lassie des weißen Kristalls geworden? Na gut, macht ihr mal keine Sorgen. Wenn ihr euch auf die Schnauze packt, kommt Klasse 2 und macht mit den imperialen Truppen kurzen Prozess. Na klar doch. Wir werden der Klasse 0 den ganzen Ruhm noch nicht alleine überlassen. Ach ja, wir haben Nachschub aus dem Rüstungslabor erhalten. Brauchst du was? Nein, ich glaube nicht, nein. Also ich wüsste zumindest nicht was. Wobei, diesen Mondarmreif, was kann er denn? Schutz gegen die einzelnen Elemente? Naja, gut. Brauche ich jetzt nicht unbedingt, glaube ich. Also bisher hatte ich da noch nicht so wirklich den Bedarf. Was gibt's bei dir? Was willst du tun, Kupo? Gefechtsübung? Nein. Okay. Ich würde sagen, an der Stelle beende ich mal die Aufnahme und wir schauen uns beim nächsten Mal an, was hier eigentlich gespielt wird. Also wir wissen ja, dass Lady Setsuna diese besondere Esper rufen will, die Arkane Esper, aber was hat es mit diesem Lassie auf sich und ist das wirklich Machina, wie ich vermute? Und was macht er bei denen da drüben? Und was ist sein Ziel? Ich meine, die Sache ist ja, die Lassie werden ja immer mit bestimmten Aufgaben von den Kristallen versehen. Wird das vielleicht den gesamten Schlachtverlauf ändern hier? Ich könnte es mir bald vorstellen, dass hier nichts so laufen wird, wie es soll.
Wir werden es uns anschauen beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut und haut rein. Der Krieg wird weiter toben. Bis zum nächsten Mal.